Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmittag. Sorry, wenn das hier so ein bisschen wackelt. Ich glaube, das wackelt zum letzten Mal jetzt hier, gell? Bei einer Live-Übertragung. Ich habe nämlich ein neues Handy, habe es aber noch nicht aktiviert. Und das hat, wie heißt das? Bildstabilisator. Also künftig, wenn ich unterwegs bin, kein Wackler mehr heute. Fast zum letzten Mal. Dann gibt es Bildstabilisator. Muss mich mit der Technik noch ein bisschen vertraut machen. Natürlich bin ich ein bisschen schwer mit. Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich hier live bin. Ich möchte dir einen Tipp mit auf den Weg geben, wie du zusätzlich zu deinem Seelenplan, den es noch zu entdecken gilt, und deshalb bist du ja auch hier und zu leben gilt, mehr Freude und mehr Spaß in dein Leben mal bringen kannst. Und ich habe heute Morgen ja schon einen kleinen Post gemacht. Ich sehe gerade, ich habe sogar Zuschauer. Wen kann ich nicht erkennen, aber hallo, schön, dass du da bist. Einen Post gemacht, dass du jeden Morgen im Grunde genommen auf ein neues eine Wahl treffen kannst, wie dein Tag heute sein soll, für was du dich entscheidest. Du kannst dich jeden Morgen auf ein neues entscheiden, wie dein Tag sein soll. Und du kannst, und das ist jetzt so der Tipp, den ich jetzt so spontan bekommen habe, den ich dir jetzt hier eigentlich mit auf den Weg geben möchte, mal schauen, dir mal überlegen. Kannst du gerne jetzt eine Jahresplanung auch schon machen? Vielleicht jetzt für März noch und dann ab April weiter für die nächsten Monate in diesem Jahr. Dir mal überlegen, jeden Monat etwas zu machen, was du bislang noch nie gemacht hast, was dir aber eine Riesenfreude und Spaß bereiten würde. Überleg mal, was das so sein könnte. Das können auch Kleinigkeiten sein, das muss nichts Großes sein. Und das muss auch nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, dass du da viel Geld oder was investieren musst, sondern einfach mal überlegen, was würdest du gerne mal wieder machen, was du oder nicht wieder machen, was würdest du gerne mal machen, was du noch nie gemacht hast, und da einfach Spaß und Freude bei haben. So, und da kannst du dir für die kommende Woche, das ist ja die letzte Märzwoche, etwas überlegen und dann vielleicht ab April bis Ende des Jahres für jeden Monat schon mal in deinem Kalender notieren, etwas zu tun, was du noch nie gemacht hast, was dir aber Freude und Spaß bereiten würde. Und dann schau mal, was das mit dir macht. Das bringt einfach Freude und Leichtigkeit in dein Leben. Wir haben heute Morgen, gerade unterwegs zum Kartfahren. Wir kommen gerade vom Brunchen mit der ganzen Family und gehen jetzt mit der ganzen Familie Kartfahren. Die Kinder, war Madeleine auch schon mal Kartfahren, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, mein Mann und ich, wir waren irgendwann in unserem früheren Leben, glaube ich mal, wir sind uns gar nicht so sicher. Unser Sohn, der war schon mal Kartfahren und jetzt gehen wir zu viert Kartfahren. Also zu viert als Familie haben wir das noch nicht gemacht. Oh ja, und bin gespannt, was für Freude und wie viel Spaß wir dabei haben. Und deshalb, ja, teile ich das jetzt hier mit dir als kleine Anregung, sowas auch mal in dein Leben zu integrieren. Einfach Spaß haben, einfach Freude haben. Leichtigkeit und mal jeden Monat etwas machen, was du noch nie gemacht hast. Schreib mir doch gerne auch mal ins Kommentarfeld rein, was das bei dir sein könnte. Bei uns ist in dem Monat hier Kartfahren. Schauen wir mal, was nächsten Monat ist. Ich teile es gerne mit dir. Und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagmittag. Bis dann. Tschüss.